Ja, meine lieben Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Aufnahme hier vom Steppenbach-Projekt, Gemeinschaftsprojekt, ja, wie auch immer. Ja, natürlich immer noch hier mit am Start unser Darian, unser Alpha-Wolf da im Hintergrund. Moin. Und natürlich unser geliebter Sandmann. Hi, hi. Ja, und wir sind hier immer noch an der, ja, am Winter festmachen, beziehungsweise einsäen fürs Neujahr, also für die, ja, fürs Frühjahr nächstes Jahr. Wie auch immer man es jetzt, ja. Wir machen halt eine Winterrad. Ja, genau. Oder so. So, und ich habe mittlerweile wieder Sound. Yippie! Ja, das war ja vorhin schreckhaft. Und mir fällt gerade auf, mir geht der Dünger bald aus. Oh, nicht so. Ja, Anhänger stehen ja da. Gerecht. Ja, die beiden ziehen da unten fleißig mit dem Gruber ihre Bahn. 6 Meter getragen. Während ich hier noch mit dem John Deere Gespann fleißig Ratz in die Erde am Schmeißen bin. Obwohl ich das erste Feld auch bald durch habe. Und dann kommt nämlich schon der Clou. Einer kann noch mal drüber düngen. Und einer könnte sich die zweite Sämaschine schnappen. Und dann müssen wir auch schon holen vor. Ja, und dann geht's bald in den schönen Forst wieder. Mal wieder. Yay. Yeah. Okay. Lang war es nicht gewesen. Nee. Achtung, Wiesel! Nüt. Und der Alpha, der hat sich eben wirklich beschwert, dass er ein Fendt 724 fährt. Ja, echt nur hatte. Das muss man sich geben. Ja. Du darfst das. Du darfst das. Weil unser Alpha, der ist LS-Neuling tatsächlich. Also, der darf sich beschweren. Der darf auch gerne immer wieder hinterfragen und fragen. Richtig. Ansonsten wäre es langweilig. Weil wer nicht fragt, bleibt dumm, ne? So ist es. Hat denn gerade mal einer auf die Schnelle ein Thema griffbereit? Was Let's Play freundlich ist? Gute Frage, du. Also mir fällt gerade echt auf die Schnelle keins ein. Wir sollten uns da echt mal mehr Gedanken drüber machen. Ja, ich glaube auch. Ja. Mist, Alpha? Ja? Hast du gerade Thema für auf die Schnelle? Was für Thema? Ein Thema, worüber wir quatschen können, diskutieren können in dieser Folge. Also eher nicht? Nee, eher weniger. Dann schmeiß ich jetzt einfach mal was in den Raum. Hartz IV TV. Okay. Macht was draus. Tja, okay. Hartz IV TV, was soll ich dazu sagen? Also mein... Wie schalte ich nochmal um? Ü. Ü ist hoch und Ä ist runter. Danke. Und den Grubber kannst du zusammenklappen, ne? Auf X. Hab ich schon. Entschuldigung. Nur ja. Irgendwie mit 22 macht es keinen Spaß hier auf der Straße. Ich hab da gesagt, das wirst du brauchen für die Straßen. Ja, das hat er gesagt, das stimmt allerdings. Da muss ich ihm mal recht geben. Oh. Kommt selten vor, kommt aber vor. Ja, ne? Ja, gut. Thema Hartz IV TV war gesagt. Ja. Ja, gut. Bringe ich mal meinen Einwand. Also, ich muss ehrlich sagen, ja, ich halte davon nicht sehr viel. Also, ich finde, ja. Ich gucke kein Fernsehen. Also ich finde es, ja, ich finde es schon beschämend, genau. Also, dass es sowas gibt. Ja. Weil, nee, ich, keine Ahnung. Es ist. Was soll man dazu sagen? Ich bin einer von den Kandidaten, die kein Fernsehen gucken. Kann ich nicht viel zu sagen. Ja, gut. Ich finde es einfach nur beschämend, dass die Leute sich echt
ziemlich dumm nach Skript dahinstellen lassen und das für 200 Öcken oder was kriegen. Ja. Das finde ich. Ich meine, gut, wir leben in einer, nicht unbedingt in einer reichen Gesellschaft, aber irgendwo stand mal geschrieben, die Menschenwürde ist unantastbar. Ja, sehe ich mittlerweile leicht anders. Das stimmt allerdings. Das ist. Ja. Die Würde des Menschen ist doch in den letzten Jahren ziemlich gesunken. Ja, deutlich. Aber genauso ist das auch mit dem Humor. Der hat sich sowas von gedreht. Mhm. Früher hat man über jeden Fäkalwitz lachen können. Mhm. Heutzutage nicht mehr. Heutzutage muss dafür einer sterben, dass gelacht wird. Ja. Ist schon komisch, wo die Gesellschaft in den letzten Jahren hingegangen ist. Muss ich ganz, 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 ganz ehrlich sagen. Das ist in dem so richtig. Ist mir mittlerweile echt teilweise wirklich schon zuwider. Mhm. Mhm. Und jetzt der Sheriff auf dem Weihnachtsmarkt ist, der nur vorwärts und rückwärts fährt. Oh ja. Die Story hatten wir ja schon mal auf Frage. Die hatten wir schon, ja. Gott, darum kam ich da auch gerade drauf. Ja, das war ja in der Tat lustig. Obwohl man sagen muss, die Hemmschwelle der Menschen in Deutschland ist auch extrem gesunken. Ja. Gerade so. Gegen Gewalttaten gegenüber. Oh ja. Also da definitiv sehr. Das ist schon krass, wenn man das so mitkriegt. Während die Polizei doch meiner Meinung nach immer noch zu lange im Dunkeln tappt. Mhm. Nach wie vor. Nach wie vor. Ich meine, die Sheriffs waren noch nie die schnellsten. Das ist richtig. Aber so mittlerweile noch langsamer und die bewegen sich in der Zeit rückwärts. Ja. Das war doch mal was. Vielleicht käme dann mal was bei raus. Könnte sein. Ja, ne? In Zeiten von Ludwig dem 14. hat es das nicht gegeben. Ja, echt nur. So, Dajan, du kannst dann, wenn es ist, also, ja, sind wir hier durch. Ich mach die ganze Bahn noch. Weiß ich nicht, was willst du machen? Grobber, hier Dünn, genau. Oder willst du einsehen? Oder was willst du da machen? Keine Ahnung. Mir ist es eigentlich egal. Was ich dann mach. Wiesel, machst du dann den Aufklärer wegen An- und Abhängen? Ja, mach ich. Haben wir ja auch wieder gesondert. Ja, richtig. Stimmt. Was haben wir nicht gesondert? Das ist eine gute Frage. Da ist, glaube ich, nicht viel. Dajan, wo bist du da hinten? Alpha Putput. Ja, warte. Wohin denn jetzt überhaupt? Ja, was? Du stehst doch hier. Komm mal zu mir gefahren. Wir müssen gut, dann machen wir es so. Wir müssen da wieder zurück, wo wir gerade hergekommen sind. Naja, ich dachte gerade ernsthaft, ich bin im Vorwärtsgang, aber okay. Ja, er fährt jetzt rückwärts übers Feld. Okay. Ja, warum nicht? Ne? Wie gesagt, Alpha, das ist nicht schlimm, das passiert mir oft genug. Das ist normal, das ist normal, das muss so. Ach, hier oben ist wieder der Stromkasten, der Wiesel beim Ernten und beim Flügen geärgert hat. Den ich immer gekillt hätte am liebsten. Ja. Linken lernen wir nochmal. Ach, du, da. Für das kurze Stück habe ich jetzt kein Blinker gesetzt, das ist Blödsinn. Also. Ja, fahr da oben durch den kleinen Schleichweg. Na klar. Na klar. Ja, gut, alles andere wird keinen Sinn machen, ne? Richtig. Es gibt das schon wieder automatisch gehabt. Das ist ja vom Kopfen. Ja, das ist normal. Richtig. Das ist halt realismus. Lässt du Kupplung los, fängt er an zu rollen. Musst du die Bremse etwas länger gedrückt halten, bis oben drin dann Autohol steht. Ach nee, du hast das ja versteckt. Muss halt die Bremse etwas länger gedrückt halten. Nein, ich sehe das auch so ein Pfeil nach oben, wenn ich auf dem anderen Anzeige bin. Ja. So, wohin? Fahr einfach erstmal am besten entweder da rein oder du nimmst das andere Tor, glaube ich. Ist vielleicht ja, dann mach mal auf.
Ja, warte. Ich schieben auf. Einfach gerade hier? Naja, stell da hin, genau. So, runterlassen LKW mit auf? V. Oder nee, 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 brauchst du nicht alles machen. Stößt bloß runtersenken mit V. Weil jetzt kommt der Clou beim Abhängen. So, und dann musst du aussteigen, Daria. Gehst hier hinten an das Ding und drückst Q. Okay. So, und jetzt steigst du wieder ein. Okay. Also es gibt ein manuelles An- und Abkuppeln. Wir haben es also okay. Auch realistisch gehalten. Ich bin gleich wieder da. Ja. Also ich bin im Spiel, aber ich muss eben naja. So, ja gut, Daniel. Dünger, Streuer, hast du den schon bei dir da oben oder steht nee, der noch? Nee, nee, der steht. Ach ja, ich sehe ihn gerade. Ja, 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 gut. Dann schnapp ich mir die Düngerstreuer. Mit der jeden Zapfwelle. Ja. Bei Pflegebereifen brauchst du aktuell nicht. Da ist ja keine Wachstumsstufe drin. Stimmt. Ja, da. Jo. So, wohin jetzt? Ja, du schnappst dir jetzt, glaube ich, die Sämaschine, die irgendwo hier steht. Die steht. Beim Komposter. Ja, beim Komposter, stimmt, genau. Muss ich mal leiten. Ja, ich fahr dich da. Ich mach erstmal die Tore hier zu. Ne, warum? Lass die da offen. Wir müssen nachher eh nochmal rum. Achso, naja, was ordentlich aussieht. Können wir nachher da nochmal. Ordentlich wird bei Feierabend gemacht. Genau. Achso, ja, gut. Aber ich will auch so einen wie ihr. Bist du noch früh genug? Genau, bist schon da, sehr schön. Gut, dann fahren wir mal zum Komposter. Also den Komposter hast du vorhin schon gesehen. Vom Feld 79 aus. Hä? Oder war das das? Nee, Quatsch. Nee, das Quatsch, gemacht, das war aber da, ja, nee, das war ja bloß die. Nee. Hä? Was? Was? Hä? Das stimmt hier bei mir nicht, keine Ahnung. Warum, was macht er denn? Ja, keine Ahnung, jetzt gerade springt er. Na gut. Ja gut, ich spiele auch hoch, ne? Ja. Und ich habe trotzdem 50 FPS. Ja, das ist der Server. Stimmt. Der Server verursacht Lex. Tatsächlich. Komischerweise. So extrem, ne? Wir haben das Problem, ja. Okay, dann bin ich nicht der Einzige. Gut. Wobei sie. Liesel, wo war der Blinker? Na, ich hab ihn da an. Guck mal genau hin. Also bitte. Jetzt, ja. Ja. Wobei ja. Der Anbieter des Servers hat da schon dahingehend schon was getan. Das hat sich schon gebessert. Ich fahre ihm einfach nach. Ja. Da steht deine Sämaschine, das große grüne ist die Ding. Voll? Kann sein, dass noch was drin ist. Aber ansonsten steht auffüllbar hier unten am Feld bei mir. Ja, da war ja was. Ja. Oh, jetzt kann ich das Ding nicht ankoppeln. Du musst, glaube ich, ein Stück näher ran oder etwas zu weit weg. Ja, genau, weiter weg, weil das Ding ist ja länger. Müsste eigentlich irgendwann möglich sein, je nachdem, wenn du richtig stehst halt. Ja. Das ist halt immer ein bisschen. Ja, Alpha, leicht kann jeder. Ja, richtig. Ja, ich gewöhne mich irgendwann dran, dann weiß ich. Eben. Du spielst ja auch das erste Mal mit diesen Mods. Ich wollte gerade sagen. Also. Und dafür bist du gut dabei. Jo. Ja. Oh, angekoppelt. Ja, ist noch relativ voll, 86%. Ah, dann schalte zumindest du vom Dünger her, Gerste 79. Ja, dann schalte bitte auf Raps um. Dead. Raps, ja. Und dann kannst du schon mal auf dem letzten Feld, wo ich aufgehört habe, kannst du schon mal da anfangen. Erstmal das Feld wieder finden, danke.
Auf der Taste 9 machst du dir die Karte groß. Ah, da oben kann ich auch rausfahren, gut. Weil das haut dann hin, für das Feld haut das locker hin. So viel Saatgut verbrauchst du nicht. Weil der Saatgutverbrauch ist auch etwas angepasst durch gewisse Mods. Der verbraucht jetzt halt nur relativ viel Dünge. Dafür nicht mal ganz so viel Saatgut. Okay. Dünger war der Weiße, ne? Ja. Gut. Dafür haben wir sehr farblich gemacht. Ja, sehr schön. War mal ja schlau bei. Ja, ne? So, warte, jetzt muss ich erst einmal... Ich bin zu doof zum Fahren. Muss ich den wieder achte Plane, okay. Oh, ich wollte gerade auch mal. Oh, jetzt habe ich sie jetzt zugemacht. Alles gut. So, ja. Fahren übe ich nochmal. Ja, ist nicht schlimm. Genau, dann passiert, alles gut. Kriegst du unser Mechaniker auch mal zu tun. Genau. Sonst tut er sich da langweilen. Das Schlimme ist, der kassiert ja trotzdem ab, die alte Sau. Der kassiert ab, ja. Richtig. Das ist ja das Schlimme. So, machen wir auf Automatik. Und dann müssen wir hier mal wieder drehen, weil das Ding hat ja doch ganz schönen Radius da. Ja. Willst du dann gleich auch nochmal über die Wiesen gehen? Kann ich tun, natürlich, klar. Wird doch, glaube ich, also macht doch, glaube ich, Sinn, oder? Ja. Also kleinen das... Moment, bin gleich wieder da. Ja. Also schätze ich nämlich auch, dass das Sinn macht. Und dann im Frühling, bevor wir die Quinte runterholen. Oder beziehungsweise doch nach dem Winter nochmal einmal düngen. Dann haben wir zwar dreimal gedüngt, aber das ist egal. Das merken wir dann im Ertrag, würde ich sagen. Ja, da. Jo. So, welches Feld waren das? 79. Hm. Aber dann muss ich diesen schmalen Weg da hoch, oder was? Boah, so schmal ist der Weg gar nicht. Ja. Ein ist wirklich nicht so schmal. Weil 83 habe ich jetzt gleich auch fertig. Wir beide könnten dann rein von der Theorie gleich noch Kompost verladen und wegfahren, das bisschen was wir haben. Oh ey. Ist die scheiß Zapfel da nicht dran, oder? Meine Fresse. Also fahren muss ich definitiv jetzt noch üben. Hä? Will der jetzt mich verkackern? Warum geht's nicht? Ach, die Zapfelle wird doch beim Nasenbär nicht angezeigt. Ja, toll. Ich hab's ja, glaube ich, dran gehabt, aber ich kann den Düngerstreuer nicht stoppen. Obwohl. Also, irgendwie zeigt er mir nicht mal an. Nee, die Zapfelle wird da nicht angezeigt. Warum auch immer. So, ja. Tauschen wir zwei eben. Ach so. Ist ja nicht das Problem, ich bin ja hier unten. Ach so, den Traktor meinst du? Mhm. Naja, oder? Oder willst du den Schreihals dranhängen? Oh, da muss ich auch nochmal komplett einmal... Ist der Schreihals stark genug? Zum Säen, ja. Nee, generell für alle Arbeiten so. Nein. Wirklich für alle Arbeiten sind wirklich nur den du fährst und den Wiesel im Moment fährt, geeignet. Genau. Die zwei, die schaffen von der Leistung her alles. Diesel nicht über die Füße fahren mit den schmalen Rädern. Hast du schon abgekuppelt? Yep. Ah, komm, ich häng die dran. Noch Meter. Jo. Ah. So, ja, Tatsache, jetzt zeigt er mir an, dass ich ihn anschalten kann, den Steuer. Ja, die alten Mods, die man so findet, die haben hier und da ihre Probleme. Naja, habe ich gerade schon bemerkt. Das war jetzt irgendwie, ja.
Ich hab zum Beispiel auch wieder einen Mod gefunden, optisch super geil. Ein altes Dieselrost Knicklenker. Okay. Aber was ich direkt gesehen habe, keine Dreipunktaufnahme. Ah, okay. Und keine Dreipunkt ist schon mal so eine Sache. Weil entweder findet man einen Adapter, wie beim Big Bad dabei ist, beim Big Bad Add-on, oder man kann ihn eigentlich für nichts brauchen. Weil vor der Hänger setzte kein Knicklenker. Und für unsere Größen wäre er sonst zu groß. Richtig. Muss ich mal gucken, ob ich da einen Adapter finde, weil der sieht gut aus. Total verrostet. Also, kann man aber noch nicht getestet, muss ich ehrlich sagen. Aber allein die Tatsache total verrostet, dass jemand einen total verrosteten Mod gemacht hat, ist schon mutig. Weil man kennt das ja, alles was nicht voll restauriert ist, ist, ne? Ja, ja, man kennt. So, hier unten bin ich jetzt auch fertig, dann gehe ich gleich den Schreier halt holen, nachdem ich, wenn ich oben bin. Und wenn du dann fertig bist mit dem Gedingse da, dann können wir aber zwischen den Folgen auch fertig machen, weil dann können wir schon auf den Winter vorspulen. Ja. Weil dann haben wir nämlich alle Felder eingesät, wenn der Alpha dann oben fertig ist, du mit dem Düngen durch bist. Nassen wir unseren Wendekreis, ne? Oh ja. Da ist es auch egal, ob du die Differential an oder aus hast. Richtig. Ja. Ich fahre jetzt wieder hoch zum Hof. Ich muss gerade mal gucken, wie OBS. Ich bin mal gespannt, wie der Nasenbär sich vor den zwei Hängern macht im Winter. Okay. Weil ich würde ja schon sagen, wir hängen den Nasenbär davor. Würde Sinn machen, ne? Schwer, kraftvoll. Boah, der KI-Verkehr, der sieht, dass ich angeflogen komme und zieht raus. Gibt's nicht, ne? Doch, siehst du doch. Ja, auch oder war. Oh Gott. Ich muss mich noch dran gewöhnen mit den Hängern dran in der Lenkung. Ja, klar. Das ich muss ein paar Mal neu anfahren, wenn ich auf die Bahn will. Das ist gewöhnungsbedürftig. Aber dafür fahre ich freie Hand gerade. Bitte, auf einem geraden Feld. Das kann dann eigentlich, ja. Du fährst auf einem geraden Feld, da fährst du gerade. Macht Sinn. Ich bin mal gespannt, wie du dich im Winter steckst, wenn Schnee liegt. Oh. Da bin ich mal gespannt. Das wird interessant, auf jeden Fall. Achtung, noch besser als so, weil dann kann ich quer fahren, sehe ich mehr. Quer siehst du mehr, trifft in dem Fall nicht zu. Quer fällst du eher. Ja, richtig. Oh Gott, dann koste ich euch auch noch richtig Geld bald. Duschen wird es schon nicht. Denke ich auch nicht. Ja gut, durch ETS wisst ihr ja, dass ich fahren kann. Eben. Ah, Mist! Machen wir eben mal die Zapfensäule hier. So, meine lieben Freunde. Ja, genau. An der Stelle sind wir jetzt bald schon wieder, oder sind wir eigentlich sogar schon ran. Ja, es wird wieder Zeit, mal sowas wie Abmord zu machen, die Folge zu cutten. Ja,
dann würde ich sagen, ich bedanke mich oder wir bedanken uns fürs Zuschauen, fürs Einschalten und ja, hoffen natürlich auf ein bisschen ja, Bewegung in Kommentaren beziehungsweise auch was die Aufrufszahlen angeht. Ja, und an der Stelle würde ich dann eigentlich bloß noch sagen, ja, haut rein und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Ja. Tschüss. Ciao, ciao.